Heute tanzen wir mit der Federboa. Mein Name ist Jana, ich bin Burlesque-Künstlerin, Bauchtanzlehrerin und Tanzpädagogin. Und hier auf meinem YouTube-Kanal bekommst du von mir kleine Burlesque-Tanzchoreografien zum Mitmachen. Und heute tanzen wir mit der Federboa. Genau, und wenn du keine Federboa hast, dann nimm einfach gerne einen langen Schal oder ein Tuch. Das geht natürlich auch. Ja, wichtig ist, dass du für dich so dieses Gefühl mitnimmst. Genau, und ich zeige dir zuerst die Tanzkombination einmal vor. Dann erkläre ich sie dir Schritt für Schritt. Und ganz am Schluss tanzen wir sie beide nochmal gemeinsam. So, das ist die kleine Tanzkombination und dann fangen wir auch direkt an. Und du kannst dir deine Federboa oder deinen Schal nehmen und direkt mitmachen. Für den Anfang nimmst du deine Federboa vor dir und hältst sie hier vorne geschlossen. Damit sie dir hier nicht runterrutscht, nimmst du deine Ellenbogen hier etwas hoch. Genau, und jetzt kannst du hier so ein paar Bewegungen machen, posen und lächeln. Jetzt kommst du in die Mitte, du kannst hier so ein bisschen so wuscheln und wackeln mit deiner Federboa. Also spiel hier wirklich so mit der Weichheit der Federn und öffne deine Federboa zur einen Seite. Schau der Federboa dabei hinterher. Ja? Öffnen und wieder schließen. Und anschließend öffnest du die Federboa zu beiden Seiten. Jetzt hast du diese Federboa hier unten und rollst mit deinen Schultern abwechselnd nach hinten. Also nicht beide Schultern gleichzeitig, sondern so entgegengesetzt, abwechselnd nach hinten und mach diese Schulterkreise wirklich ganz groß. Und dabei dann einfach posen, lächeln. Und dabei kannst du auch ein paar Schritte gehen. Posen und lächeln. Posen und lächeln. Wichtig ist, wenn du dich mal irgendwo vertanzt oder mal irgendwas nicht so aussieht, wie du dir dachtest. Das macht nichts, einfach drüber weglächeln und Spaß haben. Ja, wichtig ist, dass du das hier einfach für dich genießt. Genau. So, und anschließend, nachdem du hier ein paar Mal mit deinen Schultern gedreht hast, kommst du hier wieder in die Mitte. Machst so einen großen Schritt und ziehst dabei die Federboa von Seite zu Seite, mach das in einer großen Bewegung und schau deiner Federboa dabei hinterher. Ja, das kannst du auch so oft machen, wie es dir gefällt und wie es zu deiner Musik passt. Ganz zum Schluss wirbelst du hier die Enden mit deiner Federboa. Du kannst gerne noch mal ein bisschen rumlaufen und machst die Schlusspose. Genau. Das ist die kleine Federboa-Choreografie. Wenn dir mein Video bis hierher gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen nach oben. Darüber würde ich mich sehr freuen. Dankeschön. Und jetzt tanzen wir diese kleine Kombination noch einmal.